Die Frankfurter Allgemeine Zeitung berichtete am Samstag in einem Artikel über die ehemalige Lufthansa-Maschine Landshut, die sich ja seit September 2017 wieder in Deutschland befindet. Demnach ist wohl die Kostenfrage für das Projekt immer noch nicht abschließend geklärt, was eine baldige Ausstellung in Friedrichshafen gefährdet. Alles, was ihr dazu wissen müsst, gibt es jetzt in 100 Sekunden. Viel Spaß! Die ehemalige Lufthansa-Maschine mit der Registrierung Delta Alpha Bravo Charlie Echo, besser bekannt als Landshut, ist eine 1970 gebaute Boeing 737-200C. Im Oktober 1977 wurde die Maschine auf einem Rückflug von Mallorca nach Frankfurt von 4 Terroristen entführt. Innerhalb von 4 langen Tagen wurde die Landshut damals mit 87 Menschen und halt eben den 4 Entführern an Bord über Rom, Larnaca, Bahrain, Dubai und Aden bis nach Mogadischu geflogen, wo die Maschine dann nachts von der GSG 9 gestürmt wurde. 86 Geiseln konnte man dabei befreien, den Flugkapitän Jürgen Schumann hatten die Entführer zuvor erschossen. Nach dieser ganzen Aktion wurde das Flugzeug von der Lufthansa repariert und bis 1985 weiter betrieben, dann verkauft und über einige weitere Fluggesellschaften landete die Maschine dann nach 38 Jahren und über 60.000 Flugstunden auf dem Flughafen von Fortaleza in Brasilien. Dort wurde die mittlerweile fluguntaugliche Maschine dann im Jahr 2017 von der deutschen Regierung gekauft. Man demontierte das Flugzeug und brachte es per Antonov nach Friedrichshafen. Seitdem steht die Maschine dort in einem Hangar. Geplant ist eine beeindruckende Ausstellung der Landshut in einem dafür dann extra neu gebauten Teil des Dornier-Museums am Flughafen von Friedrichshafen. Aber vielleicht erinnert ihr euch sogar an die ganzen Medienberichte aus dem Jahr 2017. Die Ausstellung sollte doch eigentlich in diesem Jahr, 2019, losgehen. Mittlerweile ist man allerdings auf Stand 2022. Und warum? Man weiß noch nicht so recht, wie die Ausstellung und wie das Flugzeug aussehen soll. Und vor allem, wer bezahlt das alles? Die deutsche Regierung gibt wohl bis zu 10 Millionen Euro nach Transport für Restaurierung der Landshut und für den Bau der neuen Halle am Dornier-Museum für die Ausstellung des Flugzeuges. Aber dann die laufenden Kosten von bis zu 300.000 Euro Jahr für Jahr, die soll das Museum bzw. die dahinterstehende Stiftung tragen und die will das nicht. Kurz gesagt, man konnte sich bis jetzt nicht auf eine Finanzierung einigen. Und das bedeutet, bis heute, fast 2 Jahre, nachdem man die Landshut zurück nach Deutschland geholt hat, ist an dem Flugzeug fast nichts passiert. Und das Ministerium für Kultur und Medien sucht bereits nach einem neuen Standort für eine mögliche Ausstellung der Maschine. Ja, schade, dass man diese doch etwas teureren Fragen nicht im Voraus hätte klären können und hoffen wir da einfach mal auf eine baldige gute Nachricht, damit wir uns die Maschine bald mal anschauen können. Bei dem Thema bin ich wirklich sehr gespannt auf eure Meinung, gerade weil wir so viel über die Schweizer Super Constellation gesprochen haben, bei der es ja ebenfalls am Geld scheitert. Na gut, kann man nichts machen. Damit soll es das heute gewesen sein. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns hoffentlich morgen bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen und tschüss.